Herzlich willkommen zur, ich weiß gar nicht, wievielten Ausgabe von den Rittern der Zockerrunde. Mit dabei ist unter anderem natürlich wieder der Seuchenmarine. Hallo. Außerdem haben wir heute zwei Gäste, zum einen die Belly. Hallo. Und den China-Tiger. Hi. Ja, primär soll es heute um das Spiel Monster Hunter World gehen, das ja mittlerweile auf dem PC erschienen ist. Die drei haben das Spiel fleißigst getestet und gespielt. Sage ich jetzt einfach mal, ich habe es selber gar nicht gespielt, nur ein bisschen mal in dem Stream reingeguckt. Vorher aber natürlich erstmal wieder die Neuerscheinung. Na, dann und leg mal los. Da würde ich dir den Vortritt. Lässt du mir den Vortritt. Ich habe unter anderem, ja, mal ein bisschen was zum Thema Sport. Pro Evolution Soccer 2019 ist mittlerweile erschienen. Die jährliche Fußballausgabe aus dem Hause Konami, die einzige Konkurrenz noch zu EA Sports mit ihrer FIFA-Reihe. Und es ist zum ersten Mal, dass ich mir ein Pro Evolution Soccer gekauft habe. Die letzten 16 Jahre, 17 Jahre waren es immer FIFA-Teile, die ich mir gekauft habe. Jetzt zum ersten Mal Pro Evolution Soccer. Und auf dem Fußballplatz macht das Spiel echt Spaß. Und im Vergleich zu den letzten FIFAs, finde ich, fühlt es sich doch deutlich mehr als Fußball an. Man braucht nicht nur einfach nur durchsprinten. Bei FIFA ist es gefühlt so, dass schnelle Spieler einfach deutlich besser sind, weil sie halt einfach durchlaufen können. Das funktioniert bei Pro Evolution Soccer nicht. Außerdem finde ich die Ballphysik tatsächlich deutlich besser, da der Ball auch häufiger mal verspringt und ich auch das Gefühl habe, dass man auch Situationen hat, die tatsächlich auch unerwartet eintreten können. Das fühlt sich bei FIFA halt alles viel, ja, wie soll man sagen, gescripteter vielleicht sogar tatsächlich ein bisschen an. Okay. Ja, wobei man natürlich immer sagen muss, Fußball, ob jetzt FIFA oder PES, das sind natürlich Glaubensfragen. Ich hatte mir aus diversen Gründen halt gesagt, dass ich mir dieses Jahr kein FIFA kaufen werde. Ja, lizenzmäßig, wenn man natürlich viele Originalmannschaften und Ligen haben möchte, dann muss man natürlich zu FIFA greifen, die dort natürlich deutlich mehr Originallizenzen haben, unter anderem die Bundesliga. Sie haben die Champions League und die Europa League von Konami in diesem Jahr übernommen. Dementsprechend fehlen halt viele Sachen bei Konami. Es gibt aber eine sehr engagierte Community, die dort auch bemüht ist, zumindest die Bundesliga und auch einige größere Ligen dann noch mit hineinzubringen, wobei halt auch nichts hinzugefügt werden kann, sondern nur schon anwesende Ligen, sag ich mal, editiert werden können, wenn ich das soweit richtig gesehen habe. Und das ist in der Masse dann trotzdem auch wieder weniger, als es bei FIFA der Fall ist. Auch die Menüs sind bei FIFA generell deutlich runder. Viel weniger Ladezeiten. Bei Pro Evolution Soccer ist es zum Teil auch sehr umständlich, sich durch verschiedene Menüs klicken zu müssen, um das Spiel auch wieder beenden zu können. Funktioniert auch alles nicht so flott. Sieht auch alles ein bisschen altbackener aus, finde ich jetzt aber nicht so dramatisch. Und auch auf dem Platz ist FIFA auch ein bisschen flüssiger, zumindest auch bei den Einwürfen. Da muss Pro Evolution Soccer immer noch mal ein bisschen zwischenladen. Was haben wir noch? Grafisch braucht es sich nicht zu verstecken. Habt ihr noch irgendwelche Anmerkungen? Nein, da ich keine Sportspiele seit Jahren nicht mehr angefasst habe, bin ich da mal ganz aus dem Thema draußen. Herrlich. Das war doch eh Jollums Drohung. Richtig. Wollen wir erstmal ein anderes bringen oder soll ich mein zweites gleich noch hinterherhauen? Naja, ich übernehme jetzt eins und zwar eine gute Nachricht für alle JRPG-Freunde. Die Dragon Quest-Reihe hat wieder was Neues rausgebracht und zwar den 11. Teil Echoes of Elusive Age. Ich glaube, davon haben viele JRPG-Fans geträumt. Ich kann hier jetzt einfach bloß mal die Frage in den Raum werfen. Belly und China, wie sieht die bei euch aus? Ich weiß jetzt nicht, wie weit die PS4 mit dem Download ist bei mir. Könnte fertig sein. Also ich freue mich einfach schon mal drauf. So, dann übergebe ich jetzt wieder an Jollum. Gut, weiteres Sportspiel, das erschienen ist F1 2018. Auch
da kann ich keinen Vergleich zum Vorgänger ziehen, da ich auch seit vielen Jahren kein Formel-1-Spiel mehr gespielt habe. Das habe ich jetzt allerdings mir auch mal wieder gekauft. Ja, was soll ich sagen? Es ist schnell, fühlt sich vom Fahrgefühl sehr gut an. Die Grafik ist schick, was ich auch lustig finde an manchen Strecken. In China ist das. Da hat man nicht nur die statische Strecke, sondern es fliegen auch mal Vögel drüber. Ganz nett, also haben auch versucht, so ein bisschen Atmosphäre zu schaffen, dass auch ein bisschen abseits der Strecke ein bisschen was passiert. Das Ganze lässt sich natürlich online spielen. Man kann das Ganze im Karrieremodus spielen, wo man sich dann seinen Rennstall aussuchen kann. Was da wohl neu ist, sind Interviews, wo sie jetzt reingepatcht haben, dass man das auf dem Menü wieder ausstellen kann. Weil es, glaube ich, auf Dauer dann doch nervt. Aber so am Anfang ist es ganz nett, nach ein paar Rennen dann auch mal gefragt zu werden. Und die Antworten haben dann auch entsprechende Auswirkungen. Ja, Codemasters hat ja auch einen kleinen Spitznamen weg. Nur ein bisschen hier Bugmasters. Nö, buggy finde ich es überhaupt nicht. Also es läuft sehr flüssig. 2017er haben sie viel, viel nachpatchen müssen, vor allem auch mit dem wie heißt jetzt dieses Car, wie heißt es? Das Safety Car. Da hat es anscheinend viele, viele Probleme gegeben. Hm. Ja, auch Unfälle, dass das Safety Car von Haus aus verursacht hat, teilweise bis zu Freezes oder Abstürzen. Davon habe ich jetzt mit drin war. Davon habe ich jetzt beim 18er nichts mitgekriegt, aber es wird sicherlich auch auf dem 17er aufbauen. Ich weiß nicht, wie viel sie da tatsächlich geändert haben. In der Regel sind das dann ja immer nur kleinere Änderungen. Ich denke nicht, dass das da große Probleme machen sollte. Also ich habe es jetzt, 7 Stunden ist auch noch nicht so viel gespielt, unter anderem auch im Multiplayer und da hatte ich keine Bugs. Das lief alles flüssig. Keine Verbindungsabstürze oder sonstiges. Also das läuft alles. Zumindest bei mir. Ja, das ist schon mal gar nicht so schlecht, weil wie gesagt, im 17er war es dann doch teilweise sehr viele Fehler. Also für so ein Lizenzspiel echt gut. So, dann kommt dann das nächste oder willst du noch was zu Formel 1 mitteilen? Nö, will ich nichts mitteilen. Gut, dann das nächste ist Witch Hunt. Ein Spiel für, lass mich gucken, regulär 8,19 €. Ich habe davon schon mal was gesehen. Es ist so ein Grusel-Action-Abenteuerspiel. Ja, man muss irgendwelche Sachen suchen. Hier steht, du spielst einen Hexenjäger, der sich zum Ziel gesetzt hat, alles Böse auszumerzen. Und du musst halt Sachen finden. Du kannst dir beim Händler auch Sachen kaufen und du hast ein Skillsystem. Das Ganze ist halt jetzt nicht der grafische Bringer. Aber so, ich denke mal, für 2-3 Stunden, vielleicht sogar für 8 Stunden, ne? China, 1 € pro Stunde, kann man schon verlangen, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Sie ein bisschen gruseln, man sieht hier auf den Bildern auch ein paar so, leicht verschwommene Geister, ein paar Zombies oder sowas. Ja, zum Gruseln würde es vielleicht sogar gehen. Und es werden einem nicht die Hände gehalten. Das ist auch nett. Dann, was hast denn du noch? Aggressors Ancient Rome. Ein Strategiespiel von dem bekannten Entwickler Qubat Software, das derzeit 24,99 € kostet. Ist ein historisches Strategiespiel, das, wie der Name ja schon sagt, im alten Rom spielt, wo man dann verschiedene Fraktionen übernehmen kann. Ist ein rundenbasiertes 4x-Strategiespiel, halt in dem Setting. Ist bis jetzt auch sehr gut bewertet. Gut, sind auch nicht sonderlich viele, die es bewertet haben. Sieht zumindest sehr interessant aus von den Screenshots. Genau, die Screenshots sehen sehr interessant aus. YouTuber, den ich viel schaue, war auch sehr begeistert von dem Spiel. Viel angeguckt habe ich mir davon aber noch nicht. Also ich denke mal, dass das schon ein Geheimtipp sein kann. Ja.
Also scheint so ein bisschen was von Total War zu haben, ohne die großen Schlachten. Genau. Also der ganze Echtzeitkram fehlt halt. Genau, aber der ist ja auch nicht so entscheidend. Und für regulär 24,99 € ist vielleicht sogar ein Schnapper für die ganzen Strategiespieler unter euch. Also ich denke schon, dass man da ordentlich Zeit drin investieren kann. Ja, das ist jetzt eben gerade auf der Liste gelandet. Die ist ja schon kurz genug. So, dann das nächste ist bei mir Shadows Awakening. Ein, so wie es aussieht, ein Diablo-Klon, wieder Vogelperspektive, Kloppen, RPG-Action, ja, Gewalt, Einzelspieler und Echtzeit. Also ich schätze mal ein ganz normaler Diablo-Klon. Vielleicht ja, günstiger als das Original, 40 €. Ohne Angebot, also regulär 40 €. Ja, man könnte bestimmt ein paar Stunden da drin versenken. Für Leute, die das gerne ne, spielen. Dann hätten wir noch den Ultimate Fishing Simulator. Der ist auch neu erschienen, kostet regulär 19,99 €, jetzt 16,99 € derzeit als Release-Angebot. Die Grafik sieht ja ganz ordentlich aus, finde ich. Das Wasser sieht gut aus. Wer gerne angelt, ist es auch, ja, schneidet auch sehr gut ab bei Steam. Ich denke mal, so ein entspanntes Spiel für zwischendurch scheint jetzt dann gerade frisch aus dem Early Access tatsächlich auch gekommen zu sein. Am 30. August 2018. Ja. Also wer gerne angelt, virtuell, dem sei das sicherlich empfohlen. So, und das kann man sogar mehr Spieler spielen, sehe ich gerade. Echt? Oh. Und es enthält einen Level-Editor. Also von daher... Okay. Bietet es ja dann vielleicht für so einen Simulator schon doch einiges. Einen eigenen Teich bauen. So, das nächste ist wieder was für unsere Japano-Freunde. Und zwar Naruto to Boruto Shinobi Striker ist draußen. Seit 31. August. Die Reviews sind zwar ausgeglichen. Ich habe heute was dazu gesehen. Es ist ein Multiplayer... wie soll man das sagen, Punkte halten im Naruto-Universum. Man kann die vorgefertigten Charaktere spielen, also die aus der Serie, oder sich tatsächlich einen eigenen Charakter machen. Ich glaube, für Naruto-Fans beziehungsweise für eben Kampfspiele-Fans ist das bestimmt was und kostet im Moment 50 €. Die Deluxe-Version kostet 80 €. Gleich mal 30 € mehr. Wow. Aber dafür ist auch einiges drin noch. Master Character Pain Early Unlock, Shinobi Striker Code, Season Pass und ja, noch was zum Anziehen. Ja, wollte gerade sagen, das sieht so aus, als wenn der Season Pass in der Deluxe drin ist. Da ist 30 € ja durchaus auch so ein Preis, der aktuell für Vollpreisspiele genommen wird. Ja, ja. Es ist halt immer bloß die Frage, wie viel der Season Pass tatsächlich wert ist, wenn sie nur ein DLC oder so rausschmeißen. Das ist immer das Risiko. Manchmal kündigen sie auch immer an, wie viele DLCs kommen sollen. Weiß ja, ich nicht, ob es bei dem Spiel ist. Bei Dark Souls ein DLC hat 30 € gekostet, also würde es sich da schon lohnen. Uff, das finde ich heftig, 30 € finden. Also kommt drauf an, was es bietet. Viele Stunden an Schmerz und Pein. Also bei Dark Souls auf jeden Fall. Okay. Dann hätten wir noch Two Point Hospital, das erschienen ist. Ist von den oder von Entwicklern, die auch bei Steam Hospital mitgearbeitet haben. Und ist der geistige Nachfolger entsprechend auch von Steam Hospital. Setzt auch auf den komödiantischen Ansatz. Und scheint das auch sehr gut zu machen. Oh ja. Nach den Reviews von 2320 Leuten und alles sehr positiv oder das meiste sehr positiv davon ausgefallen ist, ist, glaube ich, schon sehr, sehr gut gemacht worden. Also ich bin begeistert. Das ist wirklich ein würdiger Steam Hospital-Nachfolger. Man merkt den Geist von Steam Hospital. Das ist gut. Also anders als Pizza Connection 3.
Ja. Gut, aber da ist ja auch der Unterschied, dass das hier auch wirklich die Macher sind, die das Erstlingswerk gemacht oder das Spiel damals gemacht haben. Also haben sie bis jetzt, soweit du gespielt hast, bis jetzt alles richtig gemacht, oder? Ja, also ich bin im sechsten Hotel, Hospital, also im sechsten Krankenhaus und bisher jedes Krankenhaus hat mindestens eine Sache, die dann nochmal neu eingeführt wird. Also ich fühle mich so wie ein bisschen, okay, ich habe jetzt fünf Hospitals bereits auf 3 Sterne und ich bin immer noch im Tutorial. Ah, oh, cool. Es sind immer so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, okay, du kannst die ersten Krankenhäuser über keine Forschung betreiben selber. Bis du mindestens, ich glaube, 3 Krankenhäuser auf 1 Stern hast, um dann jeweils das nächste freizuschalten. Und dann bekommst du halt die Möglichkeit, erst Forschung zu betreiben. Und kannst das Ganze retroaktiv auch in allen vorherigen bauen. Okay. Man ist da aber schon an die Karriere gebunden, was ich so gelesen habe, denn Sandbox-Modus gibt es nicht. Ja, wobei das gar nicht so schwer ist. Du musst immer bloß 1 Stern bekommen und der ist sehr einfach in den Krankenhäusern, zumindest soweit wie ich bisher bin, zu bekommen. Und dann schaltest du immer schon das oder die nächsten frei. Mhm. Nach 3 werden 2 freigeschaltet, die beiden, dann musst du dann das Hotel, Krankenhaus. Hospital. Hospital. Jetzt mal, wenn du ein Krankenhaus 4 und 5 hast, dann wird das 6. freigeschaltet und am 6. sitze ich jetzt momentan. Und dann habe ich schon auf der Karte gesehen, da sind, glaube ich, noch 3, 4 weitere oder so. Ja, die Karte ist also ja... Ein bisschen ist schon. Es zeigt ja, ich glaube, nur 2 oder 3 weitere Plätze maximal an, weil man aus der Karte zwar nicht rauszoomen kann, aber es dir auch dann nicht verrät, wie viele Krankenhäuser oder wie weit du in dem Spiel schon bist. Doch, du kannst in der Vollversion zumindest durch die Gegend scrollen auf der Landkarte. Ah. Und gucken, okay, wo sind jetzt noch weitere Krankenhäuser, die, welche spielbar sind, haben so ein, abgerundeten Ecken, so Vierecke, die in die Höhe geschoben worden sind. Das sind die aktiven, die verfügbar sind. Und bei den anderen siehst du halt bloß dann das entsprechende Viereck noch in den Boden eingesunken und weißt, okay, da kommst du irgendwann hin. Du hast zwar keine Ahnung, was da passiert, was für Besonderheiten sind, aber da wird ein Krankenhaus sein. Ich hätte eine Frage. Wird das auch immer schwieriger wie beim Original damals? Ja, es wird schwieriger. Ich finde es jetzt nicht super schwer momentan. Vielleicht einfach, weil ich halt Team Hospital noch so gut kann. Und da halt viele Stunden drin versenkt habe. Bisher war es aber einigermaßen entspannt. Wobei halt vor allem der Ruf, der schnell sehr schnell in die Höhe und dann hast du so dermaßen viele Patienten dort, dass ich teilweise die Patienten schon nach Hause schicken muss. Und ich sage, okay, nee, das kriegt mein Krankenhaus definitiv nicht hin, die innerhalb einer gewissen Zeit noch zu heilen. Bisher hält es sich die Waage. Hört sich gut an. Ich finde es aber auch gut, wenn es entspannt ist. Muss nicht alles hackschwer sein. So, dann hätten wir noch, was habe ich denn hier noch offen? Und zwar Donut Country. Donut County. Ist ein, ja, ein Indie-Spiel. Es sieht sehr interessant aus, ein Physikspiel. Du bist ein Loch. Du spielst ein Loch und versuchst, die Welt in dich aufzunehmen. Wie gesagt, die meisten Gegenstände, was in dich reinpassen. Soweit habe ich das bis jetzt verstanden, was ich hier gesehen habe. Weiß denn irgendwer mehr darüber? Hat sich da das schon wer angeguckt? Nein. Ich habe das Spiel heute in der Vorschlagliste gehabt und auf Ignored gestellt. Also so wie es hier aussieht, das Loch wird immer größer, je mehr du schluckst als Loch. Und ja, du verschluckst die Welt, den Müll. Wie es aussieht, hier auch. Ja. Das Prinzip erinnert mich an ein Japano-Spiel, wo ich mal eine Demo gespielt hatte. Da hast du so eine komische Figur, die irgendwas durch die Gegend rollt und das Ganze wird immer größer und größer und größer und kannst immer größere Sachen mit aufnehmen, bis du dann das ganze Universum da im Endeffekt aufrollst. Sehr seltsam, mit einer sehr seltsamen Story hinter. Aber das Prinzip scheint mir jetzt ähnlich zu sein, so wie du es erklärt hast. Also du fängst klein an und das Loch wird immer größer und verschluckst halt immer größere Sachen. Okay, ja, nö, also...
Und eine große Spielzeit sollte man da auch nicht erwarten. Also diejenigen, die das Spiel bewertet haben, hat kaum jemand mehr als anderthalb Stunden gespielt. Naja, es ist. Wie viel kostet es? Hast du es gerade noch offen? 11,99. Ja, 12 Euro. Ah, dann ist es vielleicht für das, was sie oder wie die Spielzeit zu bewerten ist, vielleicht doch etwas teuer. Aber das ist immer Auslegungssache. Da werde ich heute zum Monster Hunter dann noch was sagen. Eins hätte ich noch. Und du? Dann sag erstmal. Ich habe hier The Messenger. The Messenger, ein, so wie es aussieht, Metroidvania. Jump'n'Run Action Indie-Spiel. Ne? Mit Ninjas und Pixel Art. Kostet 16,79 Euro. Ist im Moment bei 167 Bewertungen oder sehr positiv und ist am 30. August rausgekommen. Habe ich bis jetzt aber auch noch nicht auf dem Schirm gehabt. Oh, und das ist von Devolver Digital als Publisher. Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Sabotage als Entwickler sagt mir leider gar nichts. Ja, also Devolver sagt mir insofern viel, dass ich glaube, jedes von deren gepublishtes Spiel auf ignoriert habe. Also mich spricht es jetzt auch nicht an, alleine schon wegen Jump'n'Run und aufgrund der Retro-Grafik. Aber viele Leute mögen das. Für die sicherlich einen Blick wert. Das auf hoffe ich mal, weil solche Metroidvania-Sachen sind auch langsam, aber sicher vom Aussterben bedroht. Was hast du denn noch? Oder war es das Gleiche? Nee. Ich habe noch Panzer Strategy. Ein Kriegsspiel, das zur Zeit des Zweiten Weltkrieges spielt. Auch wieder ein Rundenstrategiespiel aus der VX-Perspektive, wo man seine Armeen kommandiert und feindliche Objekte einnehmen muss, also militärische Operationen durchführt. Dazu scheint es auch immer wieder Zwischensequenzen zu geben, wo man dann auch unter anderem auf Adolf Hitler trifft. Wäre nochmal interessant, ob das Spiel auch schon unter den Hakenkreuz-Aspekt fällt oder schon von dem neuen Gesetz profitiert, aber ich glaube nicht. Es könnte davon tatsächlich schon profitieren. Das sieht mir auf den Screenshots allerdings nicht danach aus. Also, Die Screenshots sind vorwiegend der letzte Screenshot ist aber nicht das Hakenkreuz, sondern das normale Kreuz. Genau. Das Eiserne. Aber auch recht gut bewertet. Spiel ist allerdings lediglich auf Englisch und auf Russisch verfügbar. Gar nicht mal schlecht. Ein Spiel hätte ich noch aus dem Kopf. Das wird mir hier gerade jetzt nicht empfohlen. Scum ist draußen. Habt ihr davon schon was gehört? Von Nein. Scum. Ist auch ein Devolver Digital-Titel, ne, was China auf Ignore gesetzt hat. Es ist ein DayZ-Klon. Mit genau deshalb ist es darauf gelandet. Mit einem sehr, sehr starken Survival-Aspekt. Man muss natürlich trinken, essen, man muss aber auch auf die ausgewogene Ernährung achten. Man muss natürlich auch natürliche Sachen machen. Ja, habe ich gesehen, bei einem etwas größeren deutschen Streamer und YouTuber, wie er sich auf eine Mauer gestellt hat und hinabgebollert hat. Ja, nee, ja. Es hat sehr, sehr, wie soll man das sagen, das Heads-Up-Display im Inventar ist richtig, richtig überladen. Also man hat Grafiken, wie dein Zustand ist, ob du ausgewogen ernährt bist
und. Es ist, ja, ich glaube, wenn du das erste Mal auf Inventar drückst oder auf die eben dann die Taste, die das Inventar öffnet und die Unterkategorien eben von deinem Charakter, du wirst erschlagen. Also das erste Mal, wo ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh, nö, das fasse ich gar nicht erst an, das ist ja schlimmer als Armer. Mir fällt an, ich habe heute doch was dazu gelesen. Jetzt, wo ich das Titelbild davon sehe. Und zwar haben die Entwickler nach einer großen Protestwelle zwei Tattoos rausgenommen. Also man kann seinem Charakter wohl auch Tattoos geben. Mhm. Und zwar haben sie die Tattoos 14 und 88 entfernt. Was Codezahlen sind, die derzeit auch voll. Für AHA und ja. Weiß ich 14? Ja. 14 Adolf Hitler. Ja, H ist aber, wäre 8. 1 und, nee, 14 war irgendwas anderes. Auf jeden Fall wurden diese beiden aus diesen genannten Gründen aus dem Spiel entfernt. Nach, ich glaube, Drängen dann von Devolver Digital, nachdem es da ein paar Beschwerden gab. Vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Man muss jetzt nicht unbedingt alles hier forcieren. Vor allem bei so einem Spiel wie Scum ist jetzt wirklich solche Sachen die nicht Entwickler essentiell. Hatten damit begründet, dass es ja Sträflinge sind auf dieser Insel und dass sie halt möglichst dass man sich halt möglichst verabscheuungswürdige Sträflinge erstellen kann. Das war, glaube ich, deren Begründung. Mit denen man sich dann aber wiederum selber identifiziert. Genau. Aber wie gesagt, das wollte ich halt nur nochmal sagen, was da die ursprüngliche Intention hinter war von Seiten des Entwicklers. Oh, da fällt mir auch noch gerade eins ins Auge. Wann ist denn das raus? Ich muss sagen, Scum ist so von der Idee her, finde ich das eigentlich gar nicht schlecht. Das Problem, was ich mit solchen Spielen habe, ist halt der hohe PvP-Anteil. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht es fast nur in Richtung PvP. Es ist ein DLC, da bist du zum Abschluss freigegeben. Also egal, wer in dieser Welt ist, ob es jetzt die Zombies sind, also die NPCs oder andere Spieler, ne, wenn der dich zuerst sieht, dann ist das Leben dein Leben in seiner Hand. So könnte man es jetzt einfach mal ausdrücken. Ja. Und Stand jetzt, oder der letzte Stand, den ich zumindest hatte, ist, es gibt auch bisher nur die offiziellen Server und dementsprechend kann man nicht mal sagen, okay, wir machen das Ganze als kleines Team, sobald da sich wieder irgendwelche Leute finden, die den anderen in den Tag verhageln wollen, war es das dann für Leute wie mich. Ja, es geht ja, glaube ich. Und damit fällt es einfach raus. Ja. Da würde ich aber sagen, da gibt es dann andere Survival-Spiele, die eindeutig für Leute wie uns jetzt gemacht sind, die jetzt nicht die DayZ-Profis sind, würde ich einfach sagen, dann bleiben wir bei solchen Spielen wie Ark oder sowas. Da können wir dann zu viert dann doch vielleicht mehr ausrichten als auf solchen offiziellen Servern. Mir sind noch zwei Sachen ins Auge gesprungen. Hast du denn noch was, Jolon? Ich habe nichts mehr, nein. Ah, dann erstmal die Strategiefans der alten Schule. Wird wahrscheinlich Universum noch was sagen. Universe. Universum oder Universim? Universim ist das, Entschuldigung. Ja. Universim, ein kleines, ja, eine kleine Göttersimulation eines Indie-Studios. Es sieht ganz witzig aus. Ich habe davon auch beim YouTuber mal was gesehen. Da kriege ich auch mal die meisten Informationen her von YouTube und halt dann von Twitch, weil ich mir das dann doch mal gerne angucke. Ne, sieht sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, leicht comichaft aus. Also auf jeden Fall so einen süßen Touch hat es. Man befindet sich anscheinend auf einer kleinen Welt, wo man seine Zivilisation heranwachsen sieht, aufbaut. Ja, man startet mit Adam und Eva. Sie heißen sehr ähnlich, sollen Adam und Eva aber sein. Finde ich jetzt. Und es kann knackeschwer sein. Oder man findet einigermaßen die richtige Balance und dann geht das einigermaßen. Als ich das letzte Mal reingeguckt habe, war es so ungefähr kurz vor Mittelalter, vom Technologiestand her, zu Ende mit dem, was drin war. Aber da es jetzt draußen ist, müsste man nochmal reingucken. Es ist immer noch Early Access-Spiel. Also es ist jetzt, glaube ich, gerade erst in den freien Verkauf gekommen bei Steam und GOG. Ja, stimmt, Early Access-Spiel. Das ist ein, also da
ist sicherlich noch einiges dann zu tun. Ja. Weil der Plan ist wirklich, dass du von 2 Bevölkerungseinheiten bis in den Weltall, also bis in Space Age hinauskommst und eigentlich sogar andere Welten besiedeln können sollst, wenn ich recht entsinne. Zumindest war das mal der Plan im Kickstarter. Gut möglich, dass das immer noch der Plan ist. Wie gesagt, es ist ja noch im Early Access. Und gerade erst also, auch reingekommen, von daher. Also sowas wie, ne, wie hat es geheißen, dass, wo man diese Kreaturen selbst erschaffen hat, da haben wir auch ein bisschen... Spore, genau. Da haben wir auch bis ins Weltraumzeitalter gespielt. Soweit ich das mal mitgekriegt habe. Ja, aber hier bleibt es, glaube ich, das gleiche Spiel, während Spore ja verschiedene Spiele in einem waren. Ja. Mhm. Ja. Und dann habe ich noch ein Survival-Spiel. Und zwar ein Survival-Spiel mit Geschichte. Mit Story. Oh, das ist auch im Early Access, heißt Green Hell. Oh ja, ich hatte auch gesehen. Also die Geschichte, die ist natürlich noch nicht fertig. Ich glaube, die ersten, naja, was sagen wir mal, eine Stunde Spielzeit ist fertig oder ist schon draußen auf eben dem Early Access Level und dann halt noch das ganz normale Überleben. Soll recht hart sein. Die Verletzungen sehen ja eigentlich schon realistisch aus, was man kriegen kann. Ich glaube, hier, das ist so eine Art Blutegel oder so. Ich kann es jetzt gerade nicht sehen. Ich habe das Fenster recht klein. Da muss man auch auf ausgewogene Ernährung achten, also Hydration, Proteine, Vitamine, bla und blub. Ich habe es auch beim größeren Let's Player gesehen. Es sieht auch bockschwer aus. Da ist was, wo man sich richtig reinfuchsen muss oder man wartet, bis es komplett draußen ist, um dann die Geschichte zu erleben, dass sich das Spiel halt ein bisschen wenigstens da durchführt. Was mir da auch zumindest jetzt nach den Screenshots sehr gut gefällt, ist, dass auch hier das Inventar und Menü auch ein bisschen, Inventar weiß ich nicht, aber Crafting und so weiter, die Rezepte einem als Buch angezeigt werden. Ähnlich wie bei The Forest. Das finde ich eigentlich immer ganz schön, weil es doch die Immersion dann nochmal deutlich erhöht. Was ich zu dem Buch sagen kann, das Buch füllt sich erst. Es muss gefüllt werden mit Sachen, die du findest. Also findest du einen Pfeil, kannst du dann eben nur diesen Pfeil craften. Findest du einen Speer, kannst du diesen Speer craften. Das ist ein sehr interessanter Ansatz. Ne, Verletzungen, Gift und eben dann die ausgewogene Ernährung macht das Ganze halt noch ein bisschen schwerer und es nimmt dich nicht an die Hand. Bis jetzt auf jeden Fall noch nicht. Liest sich auch nicht so von den Features her, dass es dich jemals wirklich an die Hand nimmt. Es ist halt nicht so wie bei manch anderen Spielen, wo man jetzt, sagen wir mal, einen Frosch aufs Lagerfeuer wirft und der irgendwann durch ist, sondern ich glaube, du musst tatsächlich dann irgendwie, was weiß ich, entweder den Frosch aufspießen, das sind jetzt alles nur Spekulationen, also den Frosch aufspießen und dann drüber stellen oder sonstiges, um den ne, zu braten. Nur draufschmeißen hilft dir nichts. Also ich finde es einen recht interessanten Ansatz, vor allem du bist hier im Amazonas, im Regenwald. Und es können dir auch diese Tiere, die es im Regenwald gibt, auch erscheinen. Auch die wo dir nicht so gewogen sind. Wie ich hier schon sehe, hier ist abgebildet, hier Venom Wound, also von der Schlange gebissen worden. Ja. Na gut, sowas macht ja die Survival-Spiele dann ja auch aus, dass man halt auf feindliche Fauna und Flora trifft. Ja, aber du kannst auch auf Eingeborene treffen. Es ist tatsächlich also die wo im Amazonas leben, die können dir da auch gut zusetzen. So, damit wären wir jetzt mit den Neuerscheinungen durch. Dann kommen wir jetzt zu Monster Hunter World. Wir ziehen uns hierbei sowohl auf die PC- als auch auf die PS4-Version, wobei es da ja wahrscheinlich auch Unterschiede gibt. Da können wir vielleicht dann auch nochmal drüber sprechen. Jetzt fände ich es erstmal ganz nett, wenn einer von euch erstmal kurz umreißen kann. Was ist das für ein Spiel? Welches Genre könnte man das reintun? Worum geht's da überhaupt? Da würde ich jetzt der Belly den Vortritt lassen. Die hat da, ich glaube, schon 100 Stunden drin versenkt. 200 Stunden. Die kennt sich also damit ein bisschen besser aus. Dann solltest du das wissen. Ja, also Monster Hunter ist ein Action-Rollenspiel im Prinzip. Auch schon eine sehr lange
Reihe, also die gibt es schon sehr lange, die Reihe. Monster Hunter World ist jetzt eigentlich erstmal seit langem wieder auf PlayStation, Xbox und PC erschienen. Im Prinzip farmen, farmen, farmen. Und ja, viel farmen und schöne Rüstungen machen und schöne Waffen machen. Das ist das Hauptding. Also es ist ein sehr grindlastiges Spiel. Mhm. Und das seit 2005. Gibt es die Serie schon seit 2005? Ja, also zumindest, gut, das ist eine Fortsetzung, heißt das sogar. Monster Hunter G wurde am 20. Januar 2005 in Japan und Taiwan veröffentlicht. Und dann wird es vermutlich das andere hier sogar vielleicht noch ein bisschen früher gewesen sein. Oh ja, Erstveröffentlichung 11. März 2004, das ursprüngliche Monster Hunter. Ah. Also schon eine recht alte Serie. Ja. Aber eine Serie mit vielen Anhängern. Ja, und es gibt einen Ausreißer zum Action-RPG. Und das hatte ich vorher schon kurz angesprochen. Ich habe jetzt suchen müssen. Und zwar heißt es Monster Hunter Stories. Gibt es seit September 2017. Ist ein Nintendo 3DS-Spiel und geht eher in Richtung des üblichen JRPGs, was man so kennt. Das heißt rundenweise Kämpfe und nicht dieses actionweise Kämpfen. Okay, aber heute wollen wir ja vor allem über Monster Hunter World sprechen. Okay, also es ist sehr grindig. Also man grindet wahrscheinlich Monster. Ja. Genau. Ja, gibt es viele Monster? Unterscheiden sich diese Monster, wie man sie besiegen muss, oder ist das immer recht ähnlich? Ja, es gibt schon einige Monster. Also es gibt viele Drachenähnliche oder Schlangenähnliche. Es ist halt, ja, nicht Schlange, eigentlich Echse, gell? jedes Monster hat natürlich seine Schwächen und seine bestimmten Angriffe und man muss halt schauen, welche Waffe ist dafür besser, welche Waffe ist zum Beispiel zum Brechen besser oder wenn du einen Schwanz brauchst, welche schneidet besser und je nachdem, was du halt brauchst, kannst du andere Waffen hernehmen. Und auch natürlich gibt es da auch wieder Elemente wie Blitz, Eis, Wasser, Drache gibt es da noch, also man muss halt immer schauen, welches Monster ist gegen was allergisch. Und das findest du aber auch nur heraus, indem du die Spuren von den Monstern sammelst und die Monster tötest. Dadurch findest du auch wieder mehr für das heraus. Und dadurch werden dann sicherlich die Kämpfe auch im Laufe der Zeit immer leichter? Oh ja, merklich. Ja. Man, es reicht schon, wenn man das erste Mal ist, das Monster immer eine Herausforderung, kann man so sagen. Und je öfter du das Monster besiegst, desto mehr Ressourcen bekommst du von dem Monster, desto bessere, ja, oder desto, ja, desto mehr kannst du machen. Also du kannst deine Waffe aufwerten, ne, weil das Monster bestimmte Sachen droppt, oder du kannst eben Rüstungen machen. Und die Rüstungen sind teilweise, ja, so gestaltet oder so ressourcenintensiv, dass man das Monster 20 Mal teilweise töten muss, um an den besonderen Loot ranzukommen. Schaltet man damit dann auch nochmal neue Monster frei oder grinde ich tatsächlich nur, um dann leichter grinden zu können? Neue Monster schaltest du unter anderem dadurch frei, es gibt ja verschiedene Gebiete. Es gibt ein Waldgebiet, es gibt ein Wüstengebiet. Und je nach Gebiet gibt es verschiedene Monster. Es gibt manche Monster, die sind in allen Gebieten vertreten, aber das ist eher selten der Fall. Mhm. Wie viele verschiedene Monster gibt es denn so? Boah. Also hat man die alle dann schnell durch oder erwartet einen im Laufe des Spiels immer wieder neue Gegnertypen? Ich sag's einmal so, Monster Hunter wird sehr viel geupdatet. Und bei vielen Updates, gerade den großen, sind jetzt schon neue Monster dazugekommen. Die PCler müssen leider noch ein bisschen drauf warten. That's life. Ich hatte noch ein bisschen Zeit. Ja. Ich bin noch im zweiten Gebiet. Ja, also ich glaube. Immer noch? Ich komme nicht so viel zum Spielen. Ja, also ich sage mal, wenn ich bedenke, das erste Monster, was dazugekommen ist, also sei froh, dass es noch nicht da ist.
Also es ist schon sehr schwer, dass der Demenzschub, was dann später kommt. Okay, aber wie lange brauche ich denn ungefähr, damit ich alle Monster mal gesehen habe, die es zumindest dann im Hauptspiel, sag ich mal, gibt? Ich sage mal, kommt drauf an, wie viel du grindest. Also ein Spitzel von mir, der hat jetzt 80 Stunden das Spiel ungefähr durchgehabt, also das Hauptspiel. Ich nach 120 Stunden, ich habe mir halt Zeit gelassen. Ja, Belly hat halt viel gegrindet, die wollte ja auch alle Rüstungen mindestens einmal haben. Ne? Man kann die Rüstungen ja dann auch noch aufwerten. Aber ich würde sagen, ja, ich habe jetzt die Hälfte des Spiels und 30 Stunden oder sowas. Und das Spiel ist dann quasi durch, wenn ich dann jedes Monster dann einmal besiegt habe. Außer ich möchte dann die verschiedenen Waffen und Rüstungen noch freischalten. Im Prinzip nicht, weil es ist, ich weiß nicht, fünf Gebiete sind es insgesamt, glaube ich, genau. Und pro Gebiet ungefähr 3 bis 4 neue Monster dann. Genau, und wenn du ab Gebiet 3, wenn du das dann storytechnisch eigentlich durch hast, kommen dann die hochrangigen Monster. Also im Prinzip fangst du dann ab dem ersten Gebiet wieder an. Bloß es sind im Prinzip die gleichen Monster, nur um einiges schwieriger. Also sie haben mehr Leben, die Attacken, die ziehen dir um einiges mehr ab, aber du kriegst dafür auch wieder bessere Rüstungen und bessere Waffen. Verhalten sich die Monster denn auch anders? Weil ansonsten ist es ja doch, wenn ich das jetzt mal provokativ sagen darf, ja dann doch wieder das gleiche Spielerlebnis, nur halt schwieriger. Nee, also die Monster im Prinzip verändert sich da gar nichts. Es ist halt wirklich, so wie du sagst, im Prinzip das gleiche, nur schwieriger. Okay. Ja, ich frage das so provokativ, weil ich auch in einem Stream das gesehen hatte, wo dann der Streamer dann auch irgendwann dann das Spiel ja beendet hat, weil er meinte, ja, jetzt grinde ich eigentlich nur, damit ich besser grinden kann. Muss man sich da auf diesem Spiel drauf einlassen? Also, dass es dann wirklich nur grinden ist, um zu grinden und nicht zu grinden, um jetzt irgendwie nochmal was Tolles, Neues freizuschalten, außer halt eine Rüstung oder eine Waffe. Jupp, eigentlich ist genau das. Es gibt halt auch immer wieder Events und die bringen halt wieder auch ein bisschen Besonderes rein, indem du halt da mehr Geld verdienst oder wie heißen die Rüstungen, was du drüber ziehst? Dekorüstung. Kostüme? Dekorüstung, genau. Die kannst du dann noch freischalten von gewissen Gegnern. Ach, die Berliner Nationalhymne. Ja, die ist dann auch in der Aufnahme bei mir drin. Nee, also es gibt immer wieder was, aber Monster Hunter geht eigentlich wirklich voll ums Grinden. Mehr geht es da eigentlich nicht drum. Ich glaube, das ist auch groß die Herausforderung bei dem Spiel, weil es wird immer schwerer. Auch die Events, durch die Events gibt es halt komplett neue Monster. Ich habe mich da jetzt schon extrem spoilern lassen, weil ich mir davon viel angeguckt habe, auch wegen meiner Frau, die da schon 200 Stunden investiert hat. Aber es gibt auch Crossovers, was ich sehr interessant finde. Was muss ich mir unter einem Crossover vorstellen? Also da könnte ich mir zum Beispiel ein Final Fantasy Event. Ein Monster aus Final Fantasy wird bei Monster Hunter implementiert und du kannst dann eine bestimmte Rüstung über dieses Monster farmen. Ne? Dann hast du wieder neue Rüstung, neue Waffe. Ja, und wenn du Final Fantasy 14 in dem Fall spielst, kannst du, glaube ich, auch Monster und Rüstung dort aus Monster Hunter bekommen. Ja, genau, bei Final Fantasy 14 hat es jetzt erst vor ein paar Wochen begonnen, das Event bei ihnen. Und okay. Es gab noch ein Devil May Cry Event. Ein Devil May Cry Event, ein Mega Man Event, dann das Final Fantasy Event. Ach stimmt, ja, diese Katze hat ja die Mega Man Rüstung gekriegt. Und Street Fighter 5 Event. Okay, versuchen sie dann durchaus. Sind ja dann sicherlich auch alles Capcom-Spiele. Ist das von Capcom? Die meisten, ja, außer Final Fantasy. Street Fighter, ja. Das müsste also dann doch nochmal versucht, da auch die eigenen Marken nochmal ein bisschen zu pushen. Das ist ja so gefühlt dann ja auch fast wieder ein bisschen Ingame-Werbung. Ja, im Prinzip schon, aber es ist schon recht nett. Wenn du das Devil May Cry machst zum Beispiel, kriegst du die Rüstung von Dante, dann schaust du halt aus wie Dante. Und es gibt, glaube ich, auch 1-2 Waffen davon. Schaut echt cool aus. Na gut, und so kommt ja dann doch auch wieder ein bisschen Abwechslung mit rein. Denn wenn du hast ja gesagt, 5 Gebiete, dann jeweils 3 bis 4 Monster, sind dann ja auch nur 15 bis 20 verschiedene. Ja. Hätte ich jetzt sogar eher mit mehr gerechnet, muss ich sagen. Ich auch. Also man muss aber auch sagen, also wenn man sich die Gebiete anguckt, also das wenige, was ich bisher gesehen habe, sieht einfach genial aus.
da möchte man einfach mal stehen bleiben und die Angel rausholen. Mhm. Ja, stimmt. Man kann ja auch noch angeln. Die kleinen Tiere kannst du fangen. Also auch Ameisen zum Beispiel. Ja. und natürlich, du musst auch Pflanzen und Pilze und sonstiges sammeln. Und im Hintergrund gibt es ein bisschen Story. Ja, genau, die Story. Genau, da wollte ich auch nochmal nachfragen. Die Story, hat die eine große Relevanz für das Spiel oder ist die einfach nur schnödes Beiwerk, die man halt erträgt? Also ich habe die Story eigentlich gar nicht schlecht gefunden. Ich fand die nett. Sie ist nicht schlecht, aber sie ist halt nur so oberflächlich. Man darf keinen Blockbuster erwarten dafür. Gut, Blockbuster zeichnen sich ja auch nicht immer durch gute Story aus. Ja. Man darf keinen guten Blockbuster erwarten. Naja, einen Blockbuster kannst du schon erwarten, du solltest keinen Kunstfilm erwarten. Ja. Aber es Monster Hunter ist bildgewaltig. Das kann man sagen. Mhm. Die Szenarien, also China, wenn du ins dritte Level kommst, hol den Fotoapparat raus. Es ist... Okay, also F12 in Staub. Ja. Also die man hat mit der Spielwelt hat man sich so viel Mühe gegeben. Es ist also wirklich, wirklich schön gemacht. Gute Wüste ist halt mehr Sand, aber das, was danach kommt, das ist der Wahnsinn. Grafik denn generell mehr comichaft oder eher realistisch gehalten? Realistisch. Und kriegen sie auch sehr gut hin für einen 60€ Vollpreistitel, sieht es dann. Ja, wie gesagt, also die Monster sind mehr so realistisch, ne? Und die NSCs beziehungsweise die Figur, die du spielst, die ist mehr so im 3D-Manga-Stil gehalten, mit aber ne, realistischen Einschlägen. Mhm. Die Umgebung ist halt sehr gemacht, auch Licht und Schatten ist sehr gut gemacht, also grafisch hat es schon einiges zu bieten, finde ich. Also man kann jetzt natürlich kein hochauflösendes irgendwas erwarten, aber es schaut sehr gut aus, es stimmt alles, es ist in sich stimmig und das ist das Tolle drin. Mhm. Schwierigkeitsgrad, ist der fest vorgegeben oder kann ich den anpassen, wenn ich sage, oh, das ist mir zu leicht oder zu schwer? Fest vorgegeben eigentlich. Fest vorgegeben. Der aber Schwierigkeitsgrad dann auch ist halt dann durchs Grinden. Durchs Grinden, ja. Kannst du den bestimmen. Wenn du sagst, ja, du bist, du hast Monster Hunter jetzt schon, was weiß ich, alle möglichen Teile gespielt, dann hast du bestimmt nicht solche Probleme, wie ich beim Arschern hat. Wobei, wenn ich das ja, richtig verstehe. Und inzwischen lege ich den auch alleine ohne Probleme. genau, da kommst du zum nächsten Teil. Das Ganze hat ja auch ein Multiplayer-Part. Wie sieht der aus? Welche Möglichkeit habe ich, das Spiel im Multiplayer zu spielen? Also die Maximalgruppe sind immer 4 Leute auf einer Quest. Auf dem Server in Anführungszeichen 16 Leute. Es gibt auch Mehrspieler-Quests, die sind nur bis 2 Leute, also kommt immer auch auf den Schwierigkeitsgrad an. Es ist so, du kannst schon Freunde direkt einladen, du kannst auch über einen Code im Spiel beitreten, oder es gibt dann auch noch das Notleuchtzeichen, ich komme wieder mit Axos durcheinander, Entschuldigung. Das kannst du jetzt zum Beispiel am Anfang der Quest machen und dann kommen halt zufälligerweise Leute rein. Und das, je nachdem wie halt die Quest dann, ob 2 Leute oder 4 Leute. Okay, aber dann auch immer nur für verschiedene Quests oder kann ich dann auch sagen, weiß ich nicht, ich verabrede mich mit einem Kumpel und wir spielen das Spiel von A bis Z, von vorne nach hinten zu zweit durch? Es ist so, wenn du, ich mache das ja oft zum Beispiel mit dem Behemoth. Wenn wir uns gegenseitig einladen, also ja, mich jetzt zum Beispiel, und man zusammen immer auf Ding geht, zur Versammlungsstätte, wie er zusammen geht, nach der erfolgreichen Quest, muss einer von beiden halt dann eine neue Quest annehmen und der andere muss der Quest erst wieder beitreten. Und so kannst du aber das ganze Spiel wieder zusammen durchspielen.
Das einzige Manko ist, was viele ein bisschen sauer aufstößt, wenn man Filmsequenzen dabei hat, also gerade bei Storyquests ist das oft so, dass man erst später dann beitreten kann, als sobald derjenige erst die Filmsequenz gesehen hat. Okay. Interessant. Verzichtet dann der andere auf die Story-Sequenz oder kann er sich die bei sich dann auch angucken? Die ist für jeden einzeln. Man muss dann halt, war ja so, dass Seuche bereits im zweiten Gebiet war und ich kam erst hinterher. Und dementsprechend musste er so lange warten, bis ich mit der gesamten Sequenz durch war und da dann dem Kampf beitreten konnte. Also wirklich erst, als der Kampf schon losgegangen ist. Kann man die Sequenz nicht skippen? Kann man sicherlich, aber es ist ja das, was an Story da ist, hätte ich dann komplett verpasst. Gut. Weil die kann ich, die kann man auch an sich wiederholen. Also das ist möglich. Mhm. Indem man sagt, okay, man geht im Startmenü dann über die Galerie, müsste die Galerie sein, und sagt, okay, mit dem Charakter möchte ich jetzt diese Sequenzen nochmal angucken. Laufen die Server eigentlich stabil? Also funktioniert das auch reibungslos? Also sieht man auch die Bewegung des anderen flüssig oder teleportiert er sich dann quasi auch häufig mal irgendwie hin und her für einen? Die Bewegungen sieht man flüssig. Also ich kann jetzt von der PC-Version reden, die bei mir, ich sehe die Bewegungen flüssig. Die Konnektivität ist das Problem. Okay. Also ich sehe solche in den Kämpfen eher selten. Das ist aber auch bloß, daran liegt, dass ich so dicht am Gegner dran bin. Ja gut, das ging jetzt mehr ums Technische. Das Problem hatten wir aber auf der PlayStation auch am Anfang. Das wurde dann nach und nach rausgepatcht. Zum Beispiel, was ganz krass war auf der PlayStation, das ist erst vor kurzem gepatcht worden, dass Monster, wenn sie hinfallen und so rumzappeln, bei manchen dann ausgeschaut haben, als würden die jetzt einfach einen Berg runterkullern oder so. Da hat es dann oft irgendwie Schwierigkeiten gegeben, aber das haben es mittlerweile auch gepatcht. Also die sind da schon dahinter. Okay, also besteht. Dann hoffen wir mal, dass sie das nicht, dass sie das gleich überspringen können. Also nicht erst lassen, sondern okay, in einem Patch danach bessern. Ja, ich habe jetzt auch oft gelesen, dass bei der PC-Version bei Monster Hunter World gerade jetzt am Anfang noch oft dann Connection-Schwierigkeiten gegeben hat, dass dich einfach rausgehauen hat oder nicht einmal Verbindungen irgendwie hergestellt hat. Sollte eigentlich seit dem Patch besser geworden sein, angeblich. Da weiß ich es jetzt leider nicht so gut, weil ich spiele es ja nicht auf dem PC. Da könnten mir vielleicht die beiden PC-Spiele auch nochmal antworten. Das Ganze ist ja ein Port von der PS4. Ist der gut gelungen? Ich habe jetzt in den Steam-Reviews mal geguckt und es sind immer mal wieder so Vereinzelte, die sagen, oh, schlechter Port. Daumen nach unten. Nö. Ich weiß jetzt nicht, was daran schlecht sein soll. Ich bin bloß am Fluchen, falls ich dann doch mal eine Fernkampfwaffe in die Hand nehme, weil ich dann damit ich sinnvoll umgehen kann, die Steuerung umstellen muss auf die Maus und die Maus in dem Fall dann die Invertierung umdreht, beziehungsweise beibehält, man jedes Mal dann die Steuerung wieder anpassen muss. Also ich habe, da ich mit Controller spielen und auch mit Controller schon Shooter gespielt habe, habe ich damit eigentlich relativ wenig Probleme. Nö, es hakelt nichts. Die Tasten werden gut angenommen. Es ist keine starke Verzögerung oder keine merkliche Verzögerung drin. Also der Port ist an sich mal gut gelungen. Wie gesagt, es sind halt noch diese Kinderkrankheiten, die es schon auf der PlayStation 4 gab. Na, hätten sie vielleicht noch rausmachen können, aber ich könnte mir vorstellen, dass einige rummeckern, weil die Waffen sehr unterschiedliche Cooldowns in ihren Angriffsrhythmen haben und das durchaus das Gefühl verleiht, da passt irgendwas nicht. Aber das sind halt alles hauptsächlich schwere Waffen und die meisten sind dementsprechend so dermaßen langsam, dass ich auch auf den Button drücke wie sonst was und könnte mir eigentlich Zeit lassen. Ja gut, man kann jetzt aber auch nicht unbedingt den Mörderhammer mit einer Klefe gleichsetzen von der Geschwindigkeit her. Also da muss ich schon ein bisschen realistisch sein. Das merkst du ja an mir. Also ne, die Proportion, wenn man das mal so denkt, die Klefe ist ein Speer oder so ein ausklappbarer Speer und der
ja, der Hammer, der sieht halt aus wie von einem riesen Tyrannosaurus Rex, hast einen Zahn rausgebrochen und einen Stock hinten dran gebunden. Der ist ja dreimal von der Schlaggröße, nur dreimal so groß wie der Kopf von dem Protagonisten, sage ich jetzt mal. Ne, da ist halt dann schon der Unterschied gegeben. Ich kann zum Beispiel ganz, ganz oft auf die Tasten drücken und es passiert was, und Schiene kann halt ganz, ganz oft auf die Tasten drücken und es passiert nur einmal was. Ja. Ja, zum Beispiel auch der Unterschied vom Damage her ist ja enorm. Also letztes Mal hatte ich und der Bea, wir haben eigentlich schon, der spielt ja mit dem Hammer. Ja, der macht teilweise einen Damage, wenn er richtig draufhaut, über 200. Und ich bin froh, wenn ich mal 100 Schaden raushaue mit meiner Klefe. Aber klar, so ein riesen Wumms-Hammer, der haut da mal ein bisschen mehr rein. Also man muss da schon realistisch sein, auch von der Geschwindigkeit her und alles. Dafür kannst du mit der Klefe aber die meiste Zeit in der Luft verbringen. Ja, und reiten. Okay, was sind denn derzeit so die Unterschiede, wenn ich jetzt mir zum Beispiel das Spiel kaufen möchte und mir nicht sicher bin, hole ich es mir jetzt für den PC oder die PS4? Es gibt ja derzeit schon noch auch inhaltliche Unterschiede zwischen beiden Versionen. Ja, die wird es auch weiterhin geben, was ich jetzt auf der Webseite gelesen gehabt habe. Zum Beispiel Eventquests und also die Eventquests werden nie gleichzeitig stattfinden. Ja klar, der PC ist jetzt auch der Release fast ein halbes Jahr später gewesen oder über ein halbes Jahr. Das ist klar, dass die jetzt nicht ein Monster reinknallen für Level 60 Leute. Das wäre auch ein bisschen gemein. Wobei es die ja mit Sicherheit auch schon gibt. Ja, das Leveln ist dort ein bisschen anders. Also bis zur wenn man die Hauptstory durch hat, hat man maximal Level 16. 15. Danach fängt man eigentlich erst an, weiter zu leveln. Also wie ich damals die Hauptquest beendet habe, war ich dann von Level 15 auf einen Schlag auf Level 36 oder so. Also das Level stoppt in dieser Hinsicht, dass es dir nicht so leicht gemacht wird. Du kannst zwar grinden und das wird dir auch angerechnet, aber so, dass du nicht die Herausforderung zu arg verlierst. Und das Level hat eigentlich so im Prinzip nicht viel zu bedeuten, außer dass es halt schwerere Monster gibt dann. Also im Prinzip sind es auch wieder die gleichen Monster, nur jetzt gehärtet, also sind die halt nochmal einen Tuck schwerer. Und du kriegst halt wieder andere Gegenstände dafür. Und soweit ich das weiß, sind die Level immer wieder begrenzt. Du musst Aufgaben erfüllen, damit du die Levelgrenze erhöhst. Stimmt, genau. Also man kommt dann an ein gewisses Level und dann heißt es, ja, töte zwei von denen. Also ich sage jetzt keine Namen, weil ich will nicht so viel spoilern. Dann, wenn du die Quest erst erledigt hast, das ist dann eine optionale Quest, dann kannst du erst wieder weiter leveln. Und das passiert halt immer wieder in gewissen Abschnitten. Mhm. Spannend. Und was gibt es sonst noch Unterschiede zwischen PC und PlayStation? Ja, ich glaube einfach, dass das in den Abständen raushauen, die Content-Updates, wie bei der PlayStation auch. Also irgendwann, ich glaube nach 2 Monaten oder so war der erste Content-Patch auf der PlayStation, aber ist dann das neue Monster dazugekommen. Und ich glaube, so wird sich das auch bei Monster Hunter World auf dem PC verhalten. Wundert mich ehrlich gesagt so ein bisschen, weil man ja eigentlich meinen müsste, dass sie es dann ja eigentlich ja schon quasi fertig entwickelt haben. Oder sind es dann wirklich zwei verschiedenste Versionen? Ja, das vielleicht wollen halt so ein sie es einfach seltsam. So weit gut machen, dass es halt wirklich auf dem PC gut läuft. Weil wie viele Spiele gibt es, wo der Import auf die PlayStation oder auf dem PC nicht funktioniert hat? Wo es Probleme gegeben hat oder auf dem PC war es Katastrophe, auf der Konsole war es super. Ich glaube, da ist dann besser, wenn sie sich auch ein bisschen Zeit lassen und das alles wirklich genau durchgehen. Ja, gibt hier ja auch noch wirklich spannende DLCs noch mit dazu. Oh Mann, also ich sehe gerade, man kann sich hier verschiedene Gesten noch dazu kaufen und Sticker noch dazu kaufen. Ja. Lootboxen gibt es aber keine, oder? Nein. Nein.
Also was ich hier, was ich selbst an DLCs habe, waren alle kostenlos. Das sind hier Gesten, Haare, ne, das sind so, es sind, gibt auch kostenlose Sachen dazu. Natürlich, es sind halt irgendwelche Spezialtätowierungen, die man nicht braucht, oder ein Sticker-Set, die man nicht jetzt unbedingt braucht. Aber das, was kostenlos war, das habe ich mir natürlich auch gleich auf ne, Laden gedrückt. Aber da wird es auch wieder genug geben, die sagen, okay, sie brauchen unbedingt das oder auf wieso auch immer. Das Händlergilden. Warum nicht? Arm-Kostüm. Nee, ja, gut. Also besser, wenn sie sowas auslagern, aber ich finde es halt immer ein bisschen schade, wenn dann bei Vollpreisspielen dann, auch wenn es kosmetische Sachen sind, die dann ausgelagert werden, damit sie dann nochmal ein bisschen extra Geld reinspielen. Ich meine, wenn ich mir jetzt alle DLCs kaufen würde, wäre ich bei 50,88 Euro. Den Soundtrack kann man vielleicht rausrechnen, aber das sind dann auch immer noch 35 Euro. Das ist schon ordentlich nur für Kosmetik. Ja gut, aber wer bluten will, der soll bluten. Ja, wie gesagt, also hätte es ja auch freischaltbar ins Spiel integrieren können. Ja, also gewisse Sachen kann ich schließlich ja dann nochmal mehr als der halbe Spielpreis. Naja, man muss es so sehen, dafür gibt es wirklich, wirklich, wirklich viel kostenlosen Content-Update, was ja so als DLC sonst rausdonnern könnten. Wenn man es so sieht, ne, wir haben jetzt hier 5 neue Monster, kostet 16 Euro, viel Spaß. Ja, das finde ich, ja stimmt, das ist wirklich besser, wenn sie dann sowas auslagern als die Monster. Und die Events und die Server wollen ja auch unterhalten werden. Genau. Richtig, das sind sie, dann sind sie das Geld mit den Gesten und ne, mit dem optischen oder ne, Zeug oder vielleicht sogar der Soundtrack, weil der ist auch nicht schlecht. Ne, das ist öfter mal, dass der Soundtrack so auch mitverkauft wird. Ne, sollen sie damit das Geld machen und lieber den Leuten noch Content geben, die sich jetzt hier nicht noch den Season Pass oder sonst was dazu kaufen könnten oder sich teilweise nicht mal leisten können. Also ne, die sagen, ja, 60 Euro, das war jetzt von 2 Monaten abgespart, da kann ich mir jetzt nicht noch die DLCs dazu holen. Ja, weil ich jetzt gerade sehe, es sind ja viele Frisuren dabei und so, wo ich mir denke... Viele sind 2. Gesten sind sehr zumindest viele. Zumindest auf dem PC. Ja gut, aber trotzdem, für was brauche ich unbedingt eine Frisur, wenn man die eigentlich eh nicht sieht, weil ich zu 90% unterm Helm bin? ich habe zum Beispiel den Helm ausgeschaltet, damit ich halt genau das sehe. Weil die meisten Helme mir jetzt auch nicht unbedingt so sehr gefallen. Ja, ich habe den jetzt bei den Filmsequenzen habe ich ihn ausgeschalten, aber ansonsten... Ich habe ihn generell aus. Ach so, okay. Ich habe sie generell an, weil ich glaube, mein Charakter macht mir selbst Angst. Während ich mich halt schon sehe, wenn da vernünftige Frisuren noch hinzukommen und nicht die beiden von den NPCs, dass ich da eventuell doch zuschlage bei entsprechenden DLCs, wenn die halt entsprechend niedrigpreisig sind. Eine Frage hätte ich noch. Ich sehe hier gerade, dass auch noch ein weiterer DRM-Schutz mit drauf ist. Macht der sich irgendwie bemerkbar oder merkt man das gar nicht? Also muss man sich nochmal irgendwo anmelden oder reicht da der Steam-Account aus, um das Spiel spielen zu können? Nee, da reicht der Steam-Account völlig aus. Gut. Also ich habe da keine Probleme. Ich war sofort mit dem angemeldet, mit dem Steam-Account, den ich hier habe. Also es war jetzt keine weitere Anmeldung. So wie ich den DRM hier lese, geht es halt bloß darum, dass du nicht auf sonst wie vielen Computern mit deinem Account spielst. Genau, aber manchmal braucht man ja für sowas dann auch nochmal einen extra Account für die Erfassung. Wird dann ja gerne nochmal mitgenommen, daher die Frage. Ach, übrigens auf der Webseite von Monster Hunter World gibt es extra immer wieder... ein Event-Kalender im Prinzip, da wo man auch schauen kann, welche Events gerade da sind und welche Belohnungen man dafür kriegt. Sehr interessant immer wieder. Also schau da eigentlich jede Woche mal kurz rein und schau, welches Event was bringt. Ich poste den gerade mal kurz in die Pesthalle. Ja, den kann ich dann ja auch mit in die Videobeschreibung mit reintun. Mhm. Also das es gibt ja extra einen für PC Problem. Und extra einen für Konsole, weil es eben nie gleichzeitig stattfinden. Nee, aber das ist gut, dass man da gucken kann. Und motiviert einen natürlich sicherlich auch immer mal wieder ein Spiel reinzuschauen. Genau. Und jetzt zum Beispiel, vor kurzem hatten die einen Wettbewerb, wer die schönste Waffe macht. Und derjenige, was gewinnt, der kommt die Waffe mit ins Spiel. Also sie schauen echt, dass sie da die Community wirklich mit reintun.
finde ich eigentlich echt eine nette Idee. Also ach, das war der Designer-Content. Gell? Der Designer-Content, ja, da gibt es immer wieder was. Und ich finde das einfach total die nette Idee, dass sie da die Leute da voll mit einbeziehen. Ja, nette Sache. Habt ihr noch irgendwas, was ihr zu dem Spiel loswerden wollt? Also wer auf Gegrinde und Bildgewalt steht, der kann sich das Spiel gerne holen. Auch, ja, man kann auch sagen, ja, oder ihr wartet noch, was weiß ich, ein halbes Jahr oder so, bis es im Steam Sale draußen, im Steam Sale ist. Was weiß ich, 10% oder 20% günstiger, ist ja auch schon mal eine Hausnummer. Wer jetzt sagt, ja, fürs Gegrinde habe ich jetzt eigentlich keine Zeit, ich dann, nehmt das Geld, steckt es irgendwo anders rein, bevor ihr mit Monster Hunter nicht glücklich seid. Also es ist wirklich, wirklich ein grindiges Spiel. Ich habe 20 Mal den gleichen machen müssen, um mir die Rüstung zu bauen, ne? Die mir jetzt geholfen hat, in der Story ein bisschen schneller voranzukommen. Und was ich noch loswerden möchte, ist, man braucht schon einen gewissen Frustlevel bei dem Spiel. Ja. Es ist vielleicht nicht unbedingt zu vergleichen mit Dark Souls, aber glücklicherweise. Es gibt Momente, wo du denkst, nö, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt, das Spiel wird nie wieder gespielt, aber man muss es überwinden und dann macht es auch wieder Spaß. Solche wie uns, wie oft ist uns der Anjanas weggerannt, als wir zusammen gespielt haben? Dreimal oder so? Dreimal. Kurz vor Exodus, ne? Wir haben gesagt, wir farmen uns den, damit wir uns endlich die Rüstungen bauen können. Was macht der? Der rennt uns dreimal hintereinander, rennt der weg, kurz bevor wir ihn erlegt haben. Es war einfach, irgendwann war es dann frustrierend, aber man beißt dann am nächsten Tag nochmal die Zähne zusammen und meistens klappt es dann immer am nächsten Tag oder eben dann eben am nächsten Tag, in dem man das Spiel spielt. Ja, dieses Frustlevel hat mich gerade bei dem Final Fantasy Event. Und ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass es ein Event-Quest gibt, wo das Viech noch schwerer ist. Na, wenn es weiter nichts ist. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Was halt noch interessant oder schön wäre, wäre Crossplay. Gut, aber da müsste man die Entwickler mal richtig ansprechen, auch Sony. Sony? Ich wollte gerade sagen, das wird sicherlich nicht am Entwickler scheitern, sondern eher an Sony, die ja wirklich vehement gegen Crossplay sind. Was mich aber total wundert, vor allem, weil Entwickler Sony austricksen können. Was schon mehrmals bewiesen wurde, auch Steam. Das wäre ja vielleicht, wär vielleicht auch nochmal ein Thema für einen Podcast. Oh ja, das okay, ansonsten würde ich sagen, sind wir jetzt auch bei einer guten Stunde. Wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich mich bei unseren beiden Gästen bedanken. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr habt euch einigermaßen wohlgefühlt. Ja. Und natürlich auch vielen Dank an Seuche, dass du da warst und mich hier nicht alleine gelassen hast, sonst wäre es ein sehr kurzer Podcast geworden. Ich bin noch immer da. Genau. Oder wir zwei sind auf jeden Fall immer da. Richtig. Ja, und dann wünsche ich euch noch schöne 2 Wochen und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Tschüss. 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 Tschüss.